to Joe's Diner. Have fun. Hi, herzlich willkommen. Ja, wir sind natürlich wieder am Start. Ihr wisst es. Ihr seht es vor allem. Und ich habe mir für heute überlegt, für die heutige Aufnahme, Mensch, dass wir hier heute mal Ramba Zamba machen. Und zwar, also diese Schicht, denke ich mal, werde ich nochmal ganz normal machen. Und, ja, ich habe das wohl gesehen, aber ich dachte, ich komme eigentlich dran vorbei. Und in der 19. Schicht oder so, dachte ich mir, werden wir... Ach du Scheiße, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es hier gar nicht gut gehen wird. Hier ist schon viel zu viel los. Hier war doch eigentlich... Ach so, nee. Wenn wir darauf treten, ist die ja weg. Das ist jetzt dieses blöde Faxgerät. Vielleicht brauchen wir gar keinen Ramazamba machen. Ich habe das Gefühl, wir schaffen diese Nacht überhaupt nicht. Wir müssen dran denken, immer auf den Boden zu gucken. Wir haben das Faxgerät. Da ist eine Ente. Die nehmen wir gleich auf dem Rückweg mit. Bin ich blöd oder was? Das mache ich auch noch... Versehentlich das Falsche an. Jetzt reicht's aber. Das schaffen wir niemals. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Es wird haarig. Schade, sprach die Made. Wieso ist es denn jetzt schon zu laut? Bleib mal ein bisschen locker. Entspann dich, reg dich nicht zu sehr auf. So, und wir haben immer noch 6-mal Geschirr. Ich muss wirklich Gas geben. Komm, 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 komm. Go, go, Schneckball, go. Da ist wieder das Wasser angegangen. Monsieur lacht sich wieder kaputt. Der Psychopath steht immer noch da am Fenster. Habt ihr es gesehen? So, schnell zurück. 5 Stück haben wir noch. Wir sind aber noch relativ gut in der Zeit, muss ich sagen. Aber ich mache lieber jetzt ein bisschen Stress. Okay, Fernseher. Zack, erledigt. So, ist... Da ist eine Ente. Ja, komm. Nimm die! 4 Uhr ist es, glaube ich. Ich bin heute nicht so gut. Ich habe nicht so einen richtigen Lauf, muss ich sagen. So, bevor wir... Es ist wieder dieses Becken. Das andere geht irgendwie... Oh, das habe ich komplett übersehen. Das könnte uns mal zum Verhängnis werden. Oh, ich bin... Das ist der Trockner. Es ist mir jetzt egal. Ich muss das zurückbringen erstmal. Scheiße, ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich 2 Geräusche. Oder? Ich glaube... Nee, doch nicht. Okay. Faxgerät, komm. Komm, wir können das echt noch schaffen. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Scheiße! So, meine Lieben, wir sind zurück in der 18. Nacht. Und ich möchte, ich will nicht mehr, ja, ich will hier in diesem Scheißladen nicht mehr arbeiten. Ich will jetzt Musik hören. Ich will hier Fernsehen gucken. So, na, vielleicht kommt gleich mal ein Sender. Und ich will Musik hören und ich will tanzen. Und hier Spaß haben und dieses Geschirr ist mir scheißegal. So. Bam, bam. So. Ist mir scheißegal, ob es zu laut für dich ist. Okay, wir sind wieder in der 18. Schicht.
Ich musste das jetzt gerade mal eben einfach ein bisschen machen. Ich versuche es jetzt nochmal hier vernünftig. Kann sein, dass... Ja, ja. Gott. Wir haben den bösen Häuptling kennengelernt. Ich weiß nicht, ob er uns erschrecken wollte. Wahrscheinlich schon. Aber ich bin ja recht schreckerprobt, sagen wir mal. Und der Typ kann mich mal. Wenn ich hier Bock habe, Lärm zu machen, dann mache ich Lärm. Ja, also da lasse ich mir auch von einem toten Indianerhäuptling nichts vorschreiben. Natürlich ist es wieder der Falsche. Aber... Es ist ja nicht so, als hätte ich keinen Ehrgeiz. Ich will das jetzt schaffen. Ich will dieses dämliche Geschirr in die Küche bringen. Ich will in die nächste Schicht. Ich will wissen, ob der noch mehr drauf hat. Der Superhäuptling. Und ihr sicher auch. Ja, ja, komm. Natürlich machst du wieder, dass ich... ich tippe auf Männerklo. Ich tippe auf Männerklo. Ja, ja, ist gut. Komm, nimm erstmal das Geschirr mit, damit wir gleich hier straight zurücklaufen können. So. Aufräumen. Willst du mich verarschen? Es reicht. Ich hole hier gleich meinen Rage-Modus raus und dann können wir uns ja mal battlen und mal gucken, wer hier gewinnt. Ja, also. So einfach ist es nicht. Okay, da bin ich raufgetreten. Macht nichts. So. Wir geben hier erstmal sowieso nur Vollgas. Deinen blöden Staubsauger. So, hier haben wir aufgeräumt. Tut übrigens mein kleiner Finger weh. Von der Shift-Taste. So, komm schon. Diesmal schaffen wir es. Und dann sind wir eine Runde weiter. Das sollte doch machbar sein. Komm. Die sammeln wir schon mal ein. Ab zum Tele. Wir sind hart an der Grenze. Ach komm, scheiß auf die Chipstüte. Er kann mich mal. Hm, jetzt hat er das schon wieder angemacht. Ganz ehrlich, du kannst mich mal. Ich frage mich, ob das hier einfacher wird, wenn man mal eine Runde nicht schafft oder so. Wenn du mir das jetzt hier versaust, mein lieber Freund, ne? So. Guck mal, weil jetzt ist es erst 16:30. Ich habe wieder das Falsche gemacht. Da liegt ein Schlüsselbund, der leuchtet. Die Karte leuchtet. Oh, was ist hier überhaupt markiert? Ist da vielleicht ein Schatz vergraben? Wir wissen es nicht. So. Okay, er hat nochmal hier den Grill angemacht. Mit dem vergammelten Fisch. Bam, bam. So, komm. Mach Ende mit der Schicht. Ich werde, würde sagen, in die 19 gucken wir gleich nochmal rein. Well done. Wir sind unschlagbar. Ach so. Jetzt habe ich tatsächlich geträumt. Wir sind schon im Gange hier. In der Nacht. Oh. So, mein Lieber, hast du noch mehr drauf? Außer Quietscheentchen und Chipstüten? Um uns hier das Leben zur Hölle zu machen. Mit deinen Späßen, die uns hier ein bisschen auf den Geist gehen. So, wir fangen mal wieder hier hinten an. Die Chipstüte sollten wir auf jeden Fall aufräumen. Irgendwo hat er doch schon wieder Scheiße hinterlegt. Ich bin gespannt. Irgendwas muss doch noch kommen. So. Das Handy. Komm, das schaffen wir. Wir nehmen nicht ganz von hinten. Haben aber dann gleich eins mitgenommen. Das irritiert mich gerade schon wieder mit meinen Facecams. Leute, ich habe immer noch Facecam-Probleme. Verzeiht mir das ein bisschen, dass es gerade so rumfällt. Aber ich finde den Fehler halt einfach nicht.
Und ich habe das Gefühl, es hat mit Fraps zu tun. Mit Fraps und dem Logitech-Aufnahmeprogramm. Das ist, glaube ich, nicht so gut zusammen irgendwie. Geh mir nicht auf den Sack. Jetzt bin ich gerade hier. Komm! Bitte dieser hier. Ja, natürlich! Habe ich wieder das Falsche genommen. Let's go back. Was ist jetzt angegangen? Der Wecker! Ey, komm! Aber. So. Ja, ja. Ach, halt die Klappe. Nichts ist zu laut hier. Stell dich mal nicht so an. Lass das sein jetzt! Ich will meine Ruhe! Ich werde schon verzweifelt langsam. So, komm. Komm! Wir haben nicht so viel Zeit. Wer weiß, wo du mich hier gleich noch hinschickst. Zum Glück hier. So, letztes Ding. Hier lag eine dumme Ente, die machen wir jetzt da. So. Ganz ehrlich, wenn du mich verarschen willst, musst du früher aufstehen. So. Bäm. Jetzt können wir noch eine Runde Jukebox anschmeißen hier. Zur Entspannung. Weil wir alles so prima kriegen. Und 20, wir gehen gleich noch in Schiff 20. Wir gehen auf jeden Fall noch in die 20. Ich will wissen, runde Zahl. Upsala. Ob er noch ein bisschen mehr drauf hat. Ja, ja. Wir haben es gleich eh geschafft. Och, guck mal hier. Sammeln wir alles ein. Die Jukebox. Yay. Sie geht mir von alleine an. Oh. Jetzt hätte ich es nicht übertreiben, Schneckball. So. Schicht 20. Auf geht's. So. Da sind wir. Ich kann nicht lange jetzt mit euch hier schnacken. Ich habe wieder Steam vergessen auszumachen. Entschuldigt bitte. Ich hoffe schon die ganze Zeit, dass mir keiner schreibt. Das ist immer so nervig. So, es geht los. Wir haben es fast geschafft. Hier alle Schichten zu schaffen und so blöd haben wir uns überhaupt nicht angestellt. Ich finde, dafür haben wir definitiv eine besondere Auszeichnung verdient. Eine Mausefalle. Au! Oh, ist das laut! Scheiße! Ich bin richtig. Ja, ist witzig, ne? Das tat ganz schön weh. Ich wollte da eigentlich auch nicht reinrennen. Eine Mausefalle, oh Mann, ey. Ohne Witz. Ja. Da hinten ist schon wieder, ich glaube, der Lüfter angegangen. Es wird laut. Fuck, das ist jetzt nicht so gut. Aber wir nehmen natürlich noch eine Flasche mit. Hallo, ich kann die gar nicht ausmachen. Oh Gott. Nein, das ist... Scheiße. Kann ich diese Mausefallen... Nimm die Flasche! Ach, ich hab ja was. Okay. Nein. Leute, wir schaffen die Runde nicht. Scheiße. Ich kann nichts mehr machen jetzt.
Komm, wir beeilen uns. Schnell. Wenn wir das Telefon noch schaffen, auszuschalten. Schnell. Ha!